Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Suddenly, his body was gone. I was in shock from the crash. I could hardly stand my feet. Ja, herzlich willkommen, liebe Leute, zu meinem neuen Projekt, das sich da nennt Alan Wake. Von Remedy. Das ist die Ablöse für Dead Space. Denn wie ihr vielleicht wisst, ist Dead Space ja fertig geworden vorgestern. Und ich habe mir gedacht, ja, wir bleiben doch bei so Gruselspielen. Und da habe ich Alan Wake ausgepackt. Ich spiele das Spiel blind. Ich habe es noch nicht gespielt. Nur eine kurze Testaufnahme. Ja, es ist ein Spiel von Remedy, die Max Payne gemacht haben. Und es ist eine Art Psychothriller. Also es soll ziemlich geil sein, was ich gehört habe. Und ihr merkt schon, ich spiele es mit englischer Sprachausgabe, weil dieses Spiel sehr atmosphärisch ist. Und würde ich jetzt die deutsche Sprachausgabe reintun, würde das die Atmosphäre sehr zerstören. Wie ich finde, denn die deutschen Sprecher sind nicht wirklich sehr gut. So. Ich würde sagen, wir fangen an. Hier ist der Tunnel, wo wir durchgefahren sind. Und I'm certain I had just driven from this direction, but now the road was blocked. Ja, auf einmal ist hier eine Ziegelwand. Kommt einem vielleicht bekannt vor aus Silent Hill, da war es nämlich ein Abgrund. Und hier sehen wir Bücher von Alan Wake, denn der gute Alan ist ein Schriftsteller und ich kann mein Auto untersuchen. The radiator had broken when I hit the hitchhiker. The car wasn't going anywhere. Okay, unser Auto ist zerstört und dieser Hitchhiker ist verschwunden. Wir haben keine Waffen, wir haben gar nichts. Rain Cove Point geht's dahin. Wir sind jetzt irgendwo in einem Wald, ja? Also ihr habt das im Intro schon gesehen, wir sind spät dran und müssen jetzt zum Leuchtturm. Und weil wir spät dran waren, sind wir schneller gefahren und haben eben diesen Hitchhiker über den Haufen gefahren. The bridge had collapsed. I'd have to find another way to the lighthouse. Okay, hier geht es wahrscheinlich nicht zum Leuchtturm, denn hier ist die Brücke zerstört. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. So, dann müssen wir anscheinend den langen Weg gehen. Wo geht's denn hier hin? Das ist ein alter Wanderpfad. Da geht's auch zum Lighthouse. Und hier wird jemand vermisst, aber die Person kenne ich nicht. Gehen wir mal weiter. You don't even recognize me, do you, Ryder? You think you're God? You think you can just make up stuff?
Play with people's lives and kill them when you think it adds to the drama? You're in this story now, and I'll make you suffer. Hey, was will der von mir? Warum leuchtet der so schwarz? It would be a single readable sentence in your books if it wasn't for your editor. You'll never publish another one of your shitty stories, cause I'm gonna kill you. It's not like your stories are any good. Not like they have any artistic merit. You're a lousy writer. Cheap thrill. Boah, komm, sei still, hey. Boah, das ist schon mal ziemlich geil gemacht mit dem Licht und so. Da vorne ist die Leuchte und da vorne ist die Leuchte. You missed your deadline. Ah, da ist ein zweiter. Damn. Toll, ich habe keine Waffen, was soll ich machen? Oh. Bist du denn weg? Aha, okay, lass mal ausweichen. Ja, ich sehe schon, dieser erste Level dient so als Tutorial. Jetzt mach bitte das Tor auf. Au. Ah. Gut gemacht, erfolgreiche Ausweichmanöver werden manchmal mit einer Filmsequenz belohnt. Ja, das ist schön. Ach du heilige Banane. Hallo, geht's noch? Boah, scheiße, was geht denn hier ab? Das ist schon fast so Psycho wie Silent Hill, hey. Also der Nebel ist zumindest mal hier, ja. Boah, das Ding verfolgt mich. Boah, das ist krass. Lauf, Ellen, da vorne ist Licht. Da vorne ist Licht. Mist, da hat sogar die Glühbirne durch. Ja genau, ich gehe jetzt hier drüber und das bricht zusammen, oder? Boah, guckt euch das mal an, wie geil das aussieht mit dem Wald und den Nebel, hey. Geil. Boah, hilf mir. Mr. Week, it's me. Play Steward, remember? Quickly, get inside. There's no time to lose. Ich kenn dich doch nicht mal. Boah, das Ding kommt näher. Ah, ich geh ins Haus. It's coming. Oh no. Stop. No! Damn it, die! No, no! No! Boah, das ist echt wie ein Psycho-Thriller. Gott, ist das geil. Okay, das ist falsch übersetzt. Normal heißt es da, ich stirb, 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 stirb und nicht sterben sie, aber egal. Was geht denn ab? Was passiert hier? Oh mein Gott, der Kühlschrank ist offen. Nein, nicht der Kühlschrank. Boah. Okay, ich krieg jetzt noch schon ein bisschen Panik, Leute. Boah, da fliegt sogar die Couch weg. Boah, bist du bekloppt. Boah, das ist ein helles Licht. Oh, ich bin verwundet. Ich bin fast tot. You are hurt. You should go into the light. You are only safe there. Okay, im Licht sind wir anscheinend sicher. Sagt man zumindest das große Licht. Ah cool, Licht heilt uns sogar. Well done. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green. Where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light. I entered your dream to teach you. The darkness is dangerous. It's sleeping now. When it feels you coming, it will wake up.
There's no time. I can only show you the most important thing. The Hitchhiker has been taken over by the Dark Presence. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Okay, ist das eine heilige Taschenlampe oder was? Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. Verbrennen Sie Dunkelheit, drücken Sie die rechte Maustaste, um das Licht zu verstärken. Okay, dann muss ich... ich muss Taschenlampe nachladen mit einer Batterie. You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Ey, und den heiligen Revolver, cool. Now you'll die. Ach, halt die Klappe. Ja, das ist ja geil gemacht. Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. In the nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Also so wie ich jetzt das verstehe, das Verstärken des Lichts mit rechter Maustaste blendet Feinde und verbrennt die Dunkelheit schneller. Cool, wir haben jetzt eine Taschenlampe und einen Revolver. So wie ich das verstehe, sind wir hier jetzt in einem Traum, das als Tutorial gilt. Was eigentlich ziemlich geil ist. Ja, die Licht- und Schatteneffekte sind so geil in dem Game. Das ist echt genial. You made me this way, and now I'm gonna kill you. Okay, dann wenden wir das doch mal an. Stirb! Hey, das ist cool, auch da mit dem Slow-Mo-Effekt, das ist richtig... cool. So richtig Psycho-Thriller, ja. So eine Mischung aus Silent Hill und Resident Evil irgendwie. Nur mit mehr Psycho. Ey, die Bäume bewegen sich sogar. Oh, cool. Das ist wirklich... Wow, wo kommst denn du her? Kleiner Buschmann. Scheiße, Batterie leer. Nein. Geh weg. Ist der tot? Nein, ist er nicht. Jawohl, jetzt. Ach, ich kann eher antippen, dann lädt er schneller nach. Ja, das ist echt so geil. Es ist auch gruselig. Ah, da ist Licht. Leuchtpistolenmunition. Cool. Und eine Leuchtpistole. Verwenden Sie 1, um Waffen und Wurfobjekte zu wechseln. Ach, 1, 2, 3. Ah, cool. Jetzt habe ich eine Leuchtpistole. So, wo geht's jetzt hier hin? You're dead. Just like... Nein, ich bin nicht tot. Friss! Boah! Das ist ja geil! Und hell. Hell und geil. Und wahrscheinlich auch warm. Oh, mit einer ewig geilen Rauchspur. Hey, das Spiel ist episch. Leute, jetzt von mir ein Befehl. Wenn ihr dieses Spiel noch nicht habt, ja, kauft es sofort auf Steam. Das ist ja genialst. Genialst. Was steht denn hier? Drop Hazard. Boah, Sturzgefahr. Da ist schon wieder so einer. Ups, jetzt habe ich ihn runtergeschossen. Boah, das sind auch nochmal zwei. Nein, du tust mir nichts, da weiche ich aus. So, laden nochmal nach, Ellen. Scheiße, Taschenlampe leer. Komm, da krieg ich dir ins Gesicht. Jawohl. Ach, die Taschenlampe lädt sich sogar wieder auf, wenn ich sie nicht ganz leer mache. Das ist nicht praktisch. Wo denn? Geh weg von mir. Ellen, lauf! Fuck, jetzt bin ich gestorben. Hey, gestorben ist man sehr, sehr schnell. Okay, da bin ich hier wieder am Checkpoint. Ja, yeah, cool, dann können wir das mit der Leuchtpistole nochmal machen. Das war cool. Leute, seht es euch nochmal an, ja. Ey, das Spiel ist echt genial. Bam! Und alles in der Nähe verbrennt im gleißenden Licht. Ah, ist das cool.
Aber ich denke, ich hebe mir die auf für Gruppen von Feinden, ja. Für einzelne bleibe ich dann doch bei der Taschenlampe. So, jetzt müsste wieder ein Feind kommen. Sterben! Ja, du wirst jetzt sterben. Guck mal. Bam, da bist du weg. So, und ich bleibe jetzt nicht da stehen, sondern ich laufe jetzt hier weiter. Ich bin ja nicht blöd. Fang! Jawoll! Gott, ist das genial. Leute, das ist genial. Das gefällt mir, das macht Spaß. So muss es sein. I can keep this up forever. Ach du Kacke, das ist der wieder vom Anfang. Oh, Tornado Boy. Ach, das ist... Ah, da ist der Leuchtturm. Oh, der schmeißt mit Sachen nach mir. Boah, Leute. Ich dachte, Isaac hätte einen schlechten Tag gehabt in Dead Space. Mit was wirft denn der? Mit ganzen Häuserteilen. Ich glaube, dass du brennst. Okay, ich beeil mich jetzt mal in den Leuchtturm. Der leuchtet nämlich so schön hier. Und Licht ist ja bekanntlich der einzige Ort, wo wir uns verstecken können. Ich will ja rein. Bitte lass mich rein. Baby, just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here.